Genau, den habe ich schon, denn der war in der Birthday-Box, glaube ich, als Trio drin gewesen. Hier ist er nochmal einzeln. Hallo Hallöle und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verirrt hast. Ich habe eine neue Beauty Bay Box für dich. Die sieht diesmal sehr unspektakulär aus, weil ich mir bei Beauty Bay noch zwei, drei andere Sachen bestellt habe. Und dann kommt sie nicht in diesen typischen Beauty Bay Box, sondern in so einer Box in der Box. Ich habe die Box außen auch überhaupt nicht mit Beauty Bay assoziiert, weil die ganz anders, also die war so ganz normal. Also Beauty Bay ist eine britische Seite, Online-Shop, der Beauty verkauft in allen möglichen Variationen. Und anders als bei Revolution, wo mein Paket offensichtlich gerade im Zoll hängt, ist das bei Beauty Bay überhaupt kein Problem. Also es kommt immer ohne Probleme durch den Zoll, obwohl es auch wie Revolution aus Großbritannien kommt. Vielleicht haben die noch irgendwo ein Zwischenlager. Ich glaube aber, das ist... Ich weiß gar nicht, wo das zwischendurch gelandet ist. Naja, wie gesagt, mein Revolution ist in Zoll gelandet. Beauty Bay aber nicht. Und deswegen freue ich mich, die heute mit euch auspacken zu können. Und die Mystery Boxen fallen immer so ein bisschen unterschiedlich aus. Aktuell gibt es auch noch solche zusammengestellten Boxen, wo ihr auch echt viel sparen könnt. Müsst ihr mal gucken. Das sind so die Christmas Editions unter verschiedenen Punkten. Also eine so rein unter der Haarpflege, eine so für Glam und Party, eine so ein bisschen für Pflege. Also wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe schon einen kleinen Sneak Peek reingeworfen. Aber wir gucken jetzt natürlich gemeinsam und fangen mit dem ersten Produkt an. Vorab möchte ich natürlich wie immer gerne ein bisschen Werbung für in eigener Sache machen. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Das ist für euch nicht viel, das sind zwei Klicks und für mich hilft es weiter zu wachsen und hier das weiter mit euch machen zu können, denn günstig ist das auch nicht. Ne? So, das erste, was ich hier habe, ist was für die Haut und zwar von Skin Hit, also der Eigenmarke von, also das ist die Beauty Bay Eigenmarke, Hyperpigmentation Serum mit Tranexamicsäure und Alpha-Arbutin. Von beiden habe ich noch nie gehört, aber Hyperpigmentierung, also so Pigmentflecken, die durch die Sonne gekommen sind, sind so grundsätzlich nichts Schlechtes. Und das soll so ein bisschen Unebenheiten, einen unebenen Hautton ausgleichen und eben Hyperpigmentierung so ein bisschen verschwinden lassen. Hier sind 50 Milliliter drin. Ich habe tatsächlich von den, ich habe noch ein so ein Fläschchen tatsächlich da, das liegt aber aktuell bei mir im Adventskalender. Die Flaschen sind immer aus Plastik, nur das Glasdings hier quasi in der Pipette ist aus Glas. Der Rest ist sehr günstig hergestellt. Aber ich bin sehr gespannt. Ich freue mich jetzt wirklich mal, die Pflege hier ein bisschen näher auszuprobieren. Wir können ja mal kurz gucken. Also dieses Tranexamic Acid, wow, das auf Englisch aussprechen, soll die Haut so ein bisschen aufhellen und eben so dunkle Spots und Hyperpigmentierung eben reduzieren. Und das Alpha-Arbutin soll helfen, den Hautton auszugleichen. Soll 1 bis 2 Tropfen direkt auf die Haut. Wenn man es abends morgens benutzt, soll man unbedingt Lichtschutzfaktor benutzen. Durch die Säuren ist die Haut dann ja immer ein bisschen empfindlicher und kann auch in die Feuchtigkeitspflege oder eine Maske reingemixt werden. Also würde ich es eher wie einen Booster benutzen, würde ich dann eher denken. Also wie es hier steht, auch mit 1 bis 2 Drops sagt ja wirklich, dass es wirklich nicht viel ist. Ja, für mich also Booster finde ich, ich liebe Booster, das wisst ihr, ich zeige euch regelmäßig irgendwie Booster, die ich benutze. Das nächste ist auch von Beauty Bay und der Eigenmarke und auch wieder ein Serum. Und zwar das Protecting Serum, Anti-Pollution und Blue Light Activives. Soll unsere Haut so ein bisschen beschützen und reinforcing. Ne? Auch hier wieder 1 bis 2 Tropfen und kann wieder als Richtung Booster benutzt werden. Und ist ein reiches Serum, das die Haut beschützen soll und so ein bisschen wie so ein Schild fungieren soll gegen Verschmutzung und blaues Licht und soll die Haut einfach gesünder aussehen lassen. Jo. Also quasi zwei. Für mich wahrscheinlich eher 2 Booster als 2 Serien. Muss ich von der Konsistenz auch so ein bisschen gucken, wie die dann funktionieren. Aber wenn ich halt so nur mit Tropfen und dass man das reinmixen kann. Genau. Beauty Bay ist cruelty-free und vegan, dass das schon mal klar ist. Das mag ich auch sehr.
Das nächste ist ein Brush. Und zwar ist das der Bake-Off, also einer um das gebäckte Puder so ein bisschen. Ich glaube, den kann man aber auch gut als Puderpinsel oder so ein bisschen für Rouge und sowas benutzen, weil der so ein bisschen abgeschrägt ist. Hat hier so ein bisschen Rosé, das finde ich sehr schön. Ich mag die Pinsel von Beauty Bay, davon habe ich jetzt schon ein paar da, weil die immer in den Sets gerne einzeln so vertreten sind. Super schön weich, aber eben kein Echthaar, sondern glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das hier dazu was steht. Ja, cruelty-free und vegan, also kein Tierhaar. Genau, aber ich mag die echt, die sind schön weich, lassen sich gut reinigen. I like it. So, haben wir jetzt noch irgendwas für die Pflege? Ich glaube ja. So, das nächste ist was, was bei mir nicht bleibt, weil habe ich schon, benutze ich nicht, mache ich deswegen auch nicht auf. Wir haben ja einen Jade-Roller drin, der kommt mal in eine Verlosung. Ja, hinten habt ihr noch die Erklärung dafür und da sieht man dann nochmal, wie ein Jade-Roller aussieht. Ich glaube, alle wissen inzwischen, wie ein Jade-Roller aussieht. Ist nichts für mich, weil, wie gesagt, benutze ich schon so nicht. So, ich glaube, der Rest, der hier so drin ist, ist alles Make-up. Jo. Das ist ein Primer, The First Prime Oil Control Priming Mist. Ist damit auch nicht so unbedingt was für mich, weil ich ja keine ölige Haut habe. Man kann natürlich, es ist halt eine Mystery Box, dementsprechend hat man hier Sachen drin, die für einen selber nicht sind. Ich zeige euch trotzdem mal, wie das aussieht. Ganz schlicht in schwarz. Grundsätzlich ja eine ganz coole Idee, mit so einem Mist zu arbeiten, weil das liegt natürlich deutlich leichter auf der Haut, als wenn ihr irgendwas auftragt, also eine Creme oder irgendwas. Ist für mich leider nichts, deswegen wird das weitergehen. Vielleicht ein Trashy oder so, aber grundsätzlich von der Idee her ganz cool. So, dann haben wir aus der Disney-Reihe, denn die haben auch so eine kleine Disney-Reihe, Disney Color von Dumbo 1941. Und das sind wirklich die Zeiten, an denen die Filme rausgekommen sind. Ich war auch mega erstaunt. Und zwar haben wir hier einen Shadow Stick und dann wahrscheinlich in so einem richtig schönen Blau. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den schon da habe. Müsste ich mal nachgucken. Genau, den habe ich schon, denn der war in der Birthday Box, glaube ich, als Trio drin gewesen. Hier ist er nochmal einzeln. Dann swatche ich ihn euch hier mal. Ich habe tatsächlich den Blauen noch gar nicht benutzt, sondern nur einen Rosinen tatsächlich oder Lilanen. Den könnt ihr halt wunderbar als Base nehmen. Das sind halt so schöne Pastellfarben. Denn darauf sind die Töne dann natürlich, auch wenn ihr dann mit Matten und mit Schimmertönen arbeitet, nochmal viel intensiver. Also ich hatte das jetzt mit einem Look ausprobiert und es war richtig, richtig gut. Kann ich also sehr empfehlen. Der wird weitergehen, weil ich den, wie gesagt, schon habe. Ist natürlich ein bisschen schade, aber das ist so ein bisschen das Problem bei Beauty Bay. Die packen dann oft halt sehr ähnliche Sachen rein. Hier habe ich auch schon gedacht, Mist, habe ich schon, weil es schon wieder so ein Trio ist, dachte ich. Aber nein, es ist sogar ein Quad und es ist aber eine aus der Metallic Collection. Deswegen hoffe ich wirklich, dass das jetzt richtig coole Farben sind. Das sind nämlich so kleine Stifte, nur deutlich schmaler als das, was ihr gerade gesehen habt. Die sehen so aus. Und dann gucken wir mal, was wir hier so für Farben haben. Wir haben hier einmal die Farbe Deep. Das sieht aus wie so ein Schwarzgrün. Ah, schwarz mit blauen. Ich weiß gar nicht, wie gut ihr das erkennen könnt. Man sieht es so ganz leicht mit Schimmerpigmenten. Ich muss, glaube ich, gleich mal auf die andere Seite ausweichen, weil hier drunter ist noch von einer anderen Box ein Highlighter drauf. Nicht, dass das hier... So, das nächste ist so ein bronziger Ton, würde ich sagen. Ich packe die mal hier schön rein, sonst brechen wir die ab. Ja, das ist ein richtiger Bronzeton. Sehr schön. Genau. Das dritte ist ein Gold ins Ockerfarbene gehende. Goldbraun. Auch schön. Also an sich könnte ich mich jetzt bald nur mit den Beauty Bay Stiften schminken tatsächlich. Weil jetzt habe ich die Grundierungsfarben. Oh, und das ist so ein schönes Grün. Das ist das, was mir richtig gut gefällt. Guckt euch mal an. Der ist wirklich nice. Ja, also ich würde mal sagen, so wer nicht mit so extra... Ihr braucht halt hier an sich nicht viel extra Tools und so weiter. Ne? Ihr nehmt die Stifte mit, auftragen, vielleicht noch einen Pinsel so ein bisschen zum Ausblenden maximal. Genau, also das ist Rock Peacock, ist dieser grüne. Das habe ich alle durcheinander gebracht. Antique
ist dieser goldbraune und Cushion ist dieses bronzige. Jo. Grundsätzlich coole Sache, werde ich definitiv bestimmt auch mal benutzen. Ist jetzt nichts, was ich, glaube ich, regelmäßig benutzen würde. Aber so ab und an ist das ja mal ganz nett. Oder damit auch so einen Schimmer-Lidstrich ziehen, denn die Spitzen sind sehr dünn. Ich habe sie jetzt immer hier so gleich ausgeblendet. Könnte man natürlich auch auf jeden Fall machen. So, das nächste, was wir haben, ist auch wieder bei Beauty Bay ein Lipgloss. Also so richtig Peach Pink. Auf jeden Fall kein Plumping Lipgloss, das finde ich schon mal gut. Ja, so ein bisschen rosa. Rosa-Orange. Ja, bleibt auch definitiv bei mir. Das ist übrigens die Farbe Candy. Als nächstes haben wir einen Lippenstift in der Farbe Freckle. Der sieht so aus. Den werde ich euch jetzt nicht swatchen, weil ihr wisst, ich benutze so selten Lippenstifte. Das ist so ein schöner Nude-Braun. Den packe ich jetzt auch wieder in die Verpackung rein. Der wandert dann mal in eine Verlosung. Genau. Geht weiter, weil Lippenstifte benutze ich einfach zu selten. Das ist dann immer schade, wenn die bei mir einfach nur rumliegen. So, das nächste, was wir haben, ist eine kleine Lidschattenpalette, The Jungle Book. Das sind so eine kleinen 6er-Paletten, die nur matte Farben enthalten. Ja, seht ihr, dann kann ich die gleich wieder wegpacken. Die habe ich nämlich schon. Ich dachte gerade, habe ich nicht, aber ich habe gerade das Bild gesehen und dachte, nee, Moment, die habe ich schon. Und das ist das, was ich meine, was bei den Beauty-Boxen, bei den Mystery-Boxen ein bisschen doof ist. Ich habe nämlich so eine Trio-Palette. Und da ist sie nämlich auch dabei. Das Doofe, muss man wirklich sagen, könnte man dann halt mit den Stiften kombinieren, ist eben, dass da nur matte Farben drin sind. Und ich zeige sie euch mal. Ich habe sie euch auch damals schon gezeigt. Es sind total schöne Farben, die wirklich dieses Bild hier vorne wunderbar widerspiegeln. Aber wie gesagt, habe ich schon und finde ich ein bisschen schade, dass man da irgendwie dann so ein bisschen die Sachen, ja, ich habe immer das Gefühl, sie werfen so ein bisschen die Sachen raus, die sie schon hatten. Die irgendwie nicht weggehen. Ne? Geht deswegen auch weiter, definitiv. Deswegen, ich habe jetzt zwar hier den Aufkleber gelöst, aber ansonsten ja, gar nicht weiter rausgeholt. Schade. Schön, aber schade. Ist aber nicht schlimm, denn in jeder Mystery Box haben wir eine riesige Eyeshadow-Palette. Und bis jetzt haben mich die Eyeshadow-Paletten von Beauty Bay nicht enttäuscht. Die waren immer mega schön und es war auch bis jetzt keine doppelt. Hier ist offensichtlich Bright drin und Bright hat auf jeden Fall eine breite Farbe. Wow. Und die sind immer riesig, ne? Jetzt bin ich sehr gespannt. 42 Farben sollen hier drin sein. Wir haben immer einen riesigen Spiegel und wow. Das ist eine Palette, wie sie mir gefällt. The ultimate collection of bright, vibrant eyeshadow. This palette contains everything you need to embrace the rainbow combination. Shades of electricity. Ich lese mal zu Ende hier, ob Electric Blue, Lime Green und Shimmering Purple. Also wir haben hier quasi die Farben des Regenbogens vertreten und das muss man auch wirklich sagen. Mega schön. Die Schimmertöne sind alle so eine Glitzerschimmer. Also wir haben hier, glaube ich, keine Holofarben drin. Und ich würde sagen, das ist so eine Palette, wenn du halt alle Farben brauchst, hast du sie halt dabei. Ne? Das gesamte Farbspektrum. Mega cool, werde ich auf jeden Fall demnächst ausprobieren. Und wie gesagt, bis jetzt habe ich noch nie schlechte Erfahrungen mit den Paletten von Beauty Bay gemacht. Ich habe jetzt Nummer 4. Die ist wieder mega. Und ihr wisst, ich liebe bunt. Ich glaube, das sieht man auch in meinem Augen-Make-up. Deswegen wird die auch definitiv bei mir bleiben. Ist für mich auch immer das Highlight. Die kosten dann so um die 20, 30 Euro. Was haben wir zu der Beauty Box? Ich würde behaupten, ich finde sie an sich gut, ich finde aber schade, dass man merkt, dass sie so ein bisschen immer das Gleiche reinmachen. Das Angebot von Beauty Bay ist so groß, die haben auch so viele andere Marken als ihre eigenen. Ich meine, ich finde überhaupt nicht schlimm, dass sie hier primär ihre eigenen, also was heißt primär, sie machen hier nur ihre eigenen Marken rein. Und ich finde auch überhaupt nicht schlimm, dass man halt solche Editions reinmacht, aber halt nicht dann Sachen, die man schon vorher drin hatte. Das hatte ich in der letzten tatsächlich auch gehabt, ich glaube, das war bei der Birthday Box, dass da auch ein identisches Trio drin war. Oder ich glaube, in der ersten Box hatte ich das Problem, dass so ein Trio, also aus solchen schmalen Stiften, und dann war noch ein einzelner auch so drin gewesen und das war genau die gleiche Farbe, die auch im Trio enthalten war. Wo ich mich dann immer frage, warum macht man das? Weil das
bringt halt nicht so viel. Ich sag mal so, für euch ist es praktisch, denn ich werde hier einige Sachen draus in die Verlosung in die nächste reinpacken, wenn wir 300 Abos haben. Also vergesst das Abo nicht. Hier sind trotzdem ein paar wirklich schöne dabei. Ja, also auch der Pinsel, der gefällt mir gut. Der Lipgloss gefällt mir. Diese vier Eyeshadow-Sticks gefallen mir, die Hautprodukte gefallen mir und die Palette gefällt mir definitiv. Also ich habe hier auch auf jeden Fall schon was für mich raus. Ja, Lippenstift ist eine Vorliebe. Den habe ich halt schon, das finde ich halt auch wieder schade. Das wäre dieses Trio-Ding, was ich meine. Also dass hier zwei Produkte drin sind, die wir so schon mal in der Box hatten, finde ich ein bisschen doof. Das muss ich einfach sagen, das ist so die Kritik, die ich an Beauty Bay habe. Ansonsten finde ich Beauty Bay mega toll. Und da, wie gesagt, Revolution, glaube ich, die nächsten Wochen, Monate, bis sie mal dieses Zollproblem gelöst haben, erstmal nichts für mich sein wird, werde ich primär hierüber bestellen, wenn es mal so ein bisschen Richtung britische Kosmetik geht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal freuen, damit wir hier weiter wachsen können, denn wir gehen flotten Schrittes auf die 300 Abos zu. Vielen lieben Dank für alle Abos, die bis jetzt hier so eingetrudelt sind. Bedeutet mir wirklich ganz, ganz viel. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ganz, ganz bald zum nächsten Video wieder. Bis dahin verlinke ich dir immer meine Playlist mit den Mystery Boxen. Hier geht es zu meinem Kanal zum Stöbern und Abonnieren. Und hier findest du das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Bis dahin, ciao, ciao!